Einen wunderschönen guten Tag und damit herzlich willkommen zurück zu unserem schönen Safari-Park. Und wir haben ja beim letzten Mal hier ein Raptorengehege gebaut und so ein paar Fressbuden, ein Hotel und so weiter. Und das Ganze möchten wir jetzt heute ein bisschen ausschmücken und natürlich die Raptoren ausbrüten und das Raptorengehege auch gestalten und so weiter. Und ich würde sagen, wir fangen am besten... Ja, wir machen erstmal hier weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Da haben wir ja gerade hier das Hotel noch gesetzt am Ende und haben ein bisschen hier... Wasser gemalt und gezeichnet. Ich hatte ja tatsächlich die Idee, den Weg hier lang zu führen und eventuell so einen Fluss ja, an dem Weg entlang zu führen. Ich kann das ja mal eben machen, dann versteht ihr ungefähr, was ich damit meine. Ich glätte mal eben hier erstmal die Gegend, weil sonst können wir nämlich nicht vernünftig arbeiten. So, das geht jetzt ja ruckzuck. Zack, zack, zack. Ja, viel mehr müssen wir gar nicht glätten für den Weg. Und dann war erstmal so meine Intention hier den Weg so am Rand so ein bisschen entlang zu führen. Viel Platz haben wir ja gar nicht mehr so zur Verfügung, muss man sagen. Dann zeichnen wir mal von dieser Seite aus hier. So. So. Das ist natürlich keine schöne Kurve. Das habe ich nicht so gut gemacht. Und... kriegt denn das so eine... Ach, da ist... Okay, ist ungerade da. Ich dachte schon, warum da so eine... Ja, so eine Delle drin ist, aber... Das sollte jetzt alles behoben sein. Das ist, weil das hier noch uneben war. Aber ansonsten sieht das doch schon sehr, sehr nice aus. Wir haben auch gar nicht mehr viel Platz, ehrlich gesagt. Wir können hier in diesem Bereich noch ein Gehege bauen. Beziehungsweise vielleicht auch zwei Gehege. Mal schauen. Ansonsten haben wir gar keinen Platz mehr für irgendwas anderes. Also, wir haben den gesamten Platz hier schon dann verbraucht. Ist echt krass, ne? Wenn ihr mal schaut... Na gut, das ist jetzt, glaube ich, auch schon die 10. Folge oder sowas. Ich weiß es gerade gar nicht ganz genau. Also, wir haben schon einiges an Zeit investiert auf jeden Fall. Sieht auch schon sehr, sehr cool aus, auch in dieser Ansicht, finde ich. Und ja, wie gesagt, wir machen jetzt erstmal weiter. Meine erste Idee war es ja, hier so einen Fluss entlang zu machen. Aber ich könnte mir tatsächlich auch was anderes vorstellen, was cool aussehen würde. Probieren wir es mal aus. Dann könnte man den Fluss hier... Na, das klappt natürlich jetzt gerade nicht, weil es wieder nicht auf einer Höhe ist. Seht ihr das? So wäre der Fluss. Meine andere Idee wäre tatsächlich, ich weiß nicht, ob mir die besser gefallen würde. Machen das hier mal eben weg. Reparieren wir eben hier das Wasser. So, zack. Meine andere Idee wäre tatsächlich, dass wir einfach um das Hotel hier herum das Wasser noch etwas erweitern. Dann müssen wir jetzt erstmal wieder hier ein bisschen an den Bäumen herumpinseln und so. Das würde ich erstmal entfernen. Jetzt müsste hier erstmal die gesamte Fläche ohne Bäume und alles auf einer Ebene sein. Ja, es regnet schon wieder mega, also man sieht gerade nicht sonderlich viel. Aber das soll uns jetzt nicht weiter aufhalten und stören. Ich hoffe, ihr könnt noch genug erkennen auf YouTube. Aber das wird schon gehen. Und ja, jetzt probieren wir mal meine zweite Idee, die ich hatte. Und zwar das Hotel so umgeben zu machen mit Wasser. Das nimmt natürlich auch viel Platz weg. Könnte man da natürlich noch ein bisschen schöner gestalten. Aber es würde schon cool aussehen, ne? Wenn wir da noch ein bisschen mit Bäumen arbeiten, so hinten. Dass man das nicht sieht. Wartet mal, probieren wir mal eben aus. Hier so eine Baumreihe. Und natürlich hier hinten auch Bäume, dass man nicht sieht, dass das hier so endet, so abrupt. So. Sieht schon entspannt aus, so, ne? Schon nice aus. Also könnte ich mir gut vorstellen, vielleicht dann hier noch so mit Zäunen außenrum einmal, zur Sicherheit so. Und ansonsten gefällt mir das, glaube ich, schon ganz gut. Also wenn wir da jetzt mit Zäunen arbeiten, dann wird das sicherlich cool aussehen. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an, Zäune zu ziehen und schauen mal, wie das dann aussieht im Endeffekt. Und ob wir noch genug Platz hier haben. Aber eigentlich sollte hier dieser Platz ausreichen noch für ein weiteres Gehege. Und dann sollte unser Park schon ziemlich komplett sein. Da müssen wir auf jeden Fall noch einige Kleinigkeiten und ein paar Feinheiten überarbeiten. Aber ansonsten bin ich schon sehr, sehr zufrieden mit dem Park. Für euch ging das Ganze jetzt natürlich wieder super schnell. Und ich habe das mal so weit gemacht. Ich habe aber jetzt auch gar nicht hier ganz rumgezogen. Ich habe hier vorne aufgehört. Sieht man aber tatsächlich kaum, weil das eigentlich ganz gut hier im Baum endet. Also es gefällt mir ganz gut. Da kommt man sozusagen hier lang und hat dann hier einen schönen Ausblick auf das Wasser und auf das Hotel. Und ja, ich denke, Gast von diesem Hotel zu sein, ist keine schlechte Sache. Ist auf jeden Fall sehr, sehr schön da gelegen.
Und den Zaun würde ich sagen, ziehen wir jetzt auf jeden Fall noch weiter entlang hier am Rand von dem Hotel. Schauen wir mal, dass wir es ungefähr der Form vom Hotel angepasst kriegen. Das würde bestimmt cool aussehen. Ja, das wird aber, glaube ich, gar nicht so einfach. Auch wieder sehr fummelige Arbeit. Aber es muss auch jetzt nicht perfekt sein, tatsächlich. Ja, wir wollen es jetzt ja auch nicht übertreiben. Ich halte mich sowieso schon immer viel zu lange mit Sachen auf. Aber gut, so ist das halt, ne? Ah, hier ist natürlich... Egal, wir ziehen jetzt einfach die Kurve hier so rum, wenn das soweit klappt. Sollte das ja passen. Ja, passt. Hier ist verbaut. Hier müssen wir ein bisschen mehr Abstand nehmen, wie es aussieht. Geht gar nicht anders, aber ist nicht weiter schlimm. Definitiv nicht. So. Das Ganze... Ah, jetzt gehen natürlich die Bäume weg. Das ist ärgerlich. Aber so geht es eigentlich klar. Vielleicht können wir hier noch den ein oder anderen Baum hinzufügen. Nee, leider nicht. Aber ich meine, da hinten die Stelle. Die sieht sowieso keiner. Und ich finde, das sieht jetzt eigentlich recht gelungen aus, oder? Also ich finde es cool. Vielleicht können wir hier noch ein, zwei Bäumchen platzieren im Wasser. Wir machen erstmal hier so am Rand so ein bisschen sträuchermäßig. Denke ich auch cool. Und ansonsten, ihr habt mir auch mal vorgeschlagen tatsächlich, gerade im Anfangsbereich, hieraus einfach ein Gehege zu machen, zum Beispiel für einen Baryonyx oder sowas. Aber das finde ich einfach zu unsicher. Es macht keinen Sinn, bei so einem kleinen Zaun einfach hier einen Fleischfresser drin rumlaufen zu lassen. Das ist ein bisschen unrealistisch, oder? Also ich weiß nicht, ob mir das gefallen würde. Oh, so schön hohe Bäume, das gefällt mir. Das sieht irgendwie ein bisschen künstlich aus. Ich weiß nicht, ob wir hier Bäume einplatzieren sollten. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Gefällt euch das mit den Bäumen? Schreibt mir das mal auf jeden Fall in die Kommentare. Wir machen auch hier ein bisschen weniger Pflanzen. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Könnten sie auch einfach so lassen. Finde ich jetzt nicht so schlecht. Gucken mal hier von der Hotelaussicht. Vielleicht hilft uns das. Ja gut, da sieht man natürlich gar nichts. Doch eine Frau. Ja, wir können ja mal so schauen. Sieht eigentlich schon ganz cool aus, oder? Ich weiß nicht, ob hier Bäume hin sollen. Ach, schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Ich will mich jetzt auch gar nicht weiter damit aufhalten. Der Bereich sollte eigentlich soweit erstmal klar gehen. Und dann würde ich sagen, brüten wir mal eben Velociraptoren aus. Und das können wir direkt hier um die Ecke machen sogar. Schauen wir mal eben, wie viele wir in dieses Gehege machen. Eine ideale Anzahl wären natürlich irgendwie 4 oder so. Im Film waren es ja, glaube ich, auch 4, ne? Ich vergesse eh immer die Namen. Ich brauch's gar nicht versuchen, glaube ich. Auf jeden Fall Blue, Echo, Delta, Charlie? Keine Ahnung. Schreibt es mir auch mal in die Kommentare. Ich vergesse das sowieso jedes Mal. Guck mal, wir haben auch 4 verschiedene Muster. Ja gut, 5 mit dem normalen. Wir resetten mal eben hier das Genom. Und dann gucken wir mal eben, wie viele die überhaupt gerne haben. 2 bis 6. Okay. Ja, die haben natürlich schon standardmäßig 2 bis 6. Dann können wir eigentlich auch 6 da reinmachen, oder? Was meint ihr? Meint ihr, der Platz ist nicht groß genug? Ach, kommt, Leute. Wir machen 6 Raptoren. Da haben wir wenigstens mal ein paar mehr Fleischfresser da drin. Und ich kann natürlich den ganzen auch schöne Namen geben wieder. Also passt das ganz gut. So, wie fangen wir denn an? Wir machen erstmal einen normalen. Pimpen die allerdings von den Werten auch ein wenig nach oben. Aber nicht viel. Habitat, wie sieht es denn da aus? Oh, wir machen mal zur Sicherheit enger Raum rein. Machen den hier nochmal. 104er Bewertung ist super. Das soll soweit ausreichen. Ich habe jetzt erstmal 5 Stück gemacht, weil mehr passen sowieso nicht hier in die Ausbrütstation. Und deswegen habe ich erstmal alle 5 gemacht mit allen 5 verschiedenen Farben. Und dann gucken wir erstmal, wie es denn so mit 5 Raptoren in diesem Gehege dann ausschaut. Ja, wir gestalten das Ganze jetzt erstmal. Ich habe da tatsächlich noch gar nicht so eine krasse Idee für, aber ich würde ganz gerne mal da, könnten mal was ausprobieren. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut wird oder nicht. Aber vielleicht können wir ja hier mal das Ganze etwas absenken. Nicht zu krass. Aber so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie das dann im Endeffekt aussehen wird. Ist das sowas wie so eine kleine Grube? Die Raptorengrube. Blenden wir das Ganze nochmal ein bisschen. Wie sieht denn das jetzt aus? Schauen wir mal eben von hier.
Das kann man auf jeden Fall machen. Ist auf jeden Fall mal was anderes. Und dann machen wir natürlich auch das Wasser da unten in die Grube rein. Mal schauen, wie viel Wasser wir hier machen wollen. So. Ja, das geht klar, oder? Das ist jetzt nicht so krass. Ist dann halt nur so eine kleine Grube. Und finde ich jetzt eigentlich ganz cool. So, hier ganz viele Bäumchen hin. Die Raptoren sollen sich auch verstecken können. Ich weiß gar nicht, wie viele Bäume oder wie viel Wald Raptoren eigentlich mögen. Ich habe absolut keine Ahnung. Aber ich würde die tatsächlich sowieso gerne so ein bisschen versteckt machen. Aber ich glaube, das ist schon wieder viel zu krass, was ich hier mache. Ja, hier so ein paar Bäumchen vor. Ja, wir machen jetzt ganz viele wieder weg, Leute. Keine Sorge, das sieht gerade ein bisschen krass aus. Wir werden jetzt aber hier noch wieder einiges entfernen. So. Und so. Oh, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Sieht cool aus, oder? Leute, wie findet ihr das? Also ich finde das cool. Anzeige, anzeigen. Hat man auch eine super Sicht auf die Raptoren. Also sieht schon ganz cool aus. So, das geht da runter. Dann ist da unten so eine kleine Wasserstelle. Rechts ist Wald. Links so vereinzelt Bäume. Jetzt müssen wir nur noch die Futterstation unterbringen. Und dann haben wir das Ganze soweit schon fertig. Ja, so, die machen wir mal hier hin. Und den Ziegenfutterspender, den knallen wir mal wieder irgendwo hin, wo man den nicht sieht. Oder wo er nicht weiter stört. Ah, die ein, zwei Bäume, die da gerade weggegangen sind, sollen uns nicht weiter stören. Und ich würde sagen, das Raptorengehege ist soweit fertig, oder? Und ich finde, das sieht schon echt cool aus, wenn man dann hier runterkommt, oder? So, man kommt hier so runtergelaufen. Und dann kann man da schon die Raptoren sehen. Ich kann es leider gerade schlecht zeigen mit der Kamera. Oh, ich habe eine Idee, wie wir es machen können. Wartet mal. So, genau. Ah. Und man kommt hier runtergelaufen. Und dann kann man hier schon einen Blick erhaschen und eventuell in der Ferne einen Raptoren erkennen. Dann läuft man hier weiter runter und kann dann hier vom Zaun zum Beispiel durch den Zaun gucken und sich die Raptoren anschauen oder dann halt in eine oder in diese Beobachtungsstation gehen und dann hier den Ausblick genießen. Also ist, denke ich mal, keine schlechte Sache. Gefällt mir auf jeden Fall gut. Sieht auch cool aus, dass es so ein bisschen runtergeht, finde ich. Ja, ist schon nice, ist schon nice. Hier ist auch alles mit Elektrozaun und so. Und unsere Raptoren sind auch pünktlich fertig. Ich lasse mal einen frei, wir schauen uns das Ganze mal an. Na, der Ruf von den Raptoren ist auch echt nice, ne? Fällt mir richtig gut. Ich finde es sehr, sehr schade, dass es von Blue zum Beispiel den Skin offiziell nicht gibt für Jurassic World Evolution. Finde ich echt schade. Sollten die auf jeden Fall noch einbauen. Aber an sich sind die Raptoren echt coole Dinosaurier. Ich mache sie aber tatsächlich in meinen Parks immer recht selten, weil sie einfach anstrengend sind, finde ich. Also sie brechen gerne aus, wenn Stürme sind und sowas. Und deswegen mache ich sie so selten. Aber sie gefallen mir eigentlich echt gut, so als Saurier. Und ihr wisst natürlich Bescheid. Falls ihr einer der bis jetzt fünf, vielleicht noch sechs Raptoren sein möchtet, dann schreibt auf jeden Fall einen schönen Namensvorschlag für den Raptoren hier in die Kommentare. Er wird hier gerade betäubt mit der besten Treffsicherheit, die es gibt. Guck mal. Dreimal daneben. Alter, wo schießt der denn hin? Ich glaube, ich muss das mal eben selber machen, Leute. Das kriegen wir hin. So, Helikopter fliegen. So, lieber Pilot oder Schütze. Wenn du zu doof dafür bist, dann macht, ich das jetzt. Stillhalten, stillhalten. Zack. So macht ein Profi das. Nicht weglaufen, Raptor. Ah, hat schon gereicht. Okay, ich würde sagen, ich lasse mal die anderen noch frei und dann bringen wir die Raptoren rüber in ihr Gehege. Ja, ihr seht hier eine Menge Rauch und ihr seht auch schon die ersten Raptoren hier rumlaufen in unserem Gehege. Und die letzten beiden, die sollten jetzt auch gleich landen. Und dann ist unser Gehege endlich mit Raptoren besiedelt. Und da kommt auch schon der letzte. Sehr, sehr cool. Und die Kleinen, die sehen auch echt nice aus. Wird den Besuchern auf jeden Fall gefallen, die Raptoren. Wir schauen jetzt mal, wie so die Sicht ist auf die Raptoren, wenn man hier in unserer Beobachtungsgalerie dann sitzt. Ah, die ist wirklich gut, guck mal. Man kann die kleinen Raptoren wirklich, wirklich gut beobachten. Das Gehege sollte auch locker groß genug sein, oder?
Jo, guck mal, Grasland, Wald. Nahrung ist ein bisschen unten. Sozial und Bestand. Okay, ich glaube, ich belasse es bei 5 Raptoren. Na, der soziale Balken ist schon sehr, sehr hoch. Ich meine, wir könnten wahrscheinlich noch einen 6. machen, aber... Nee, 5 Raptoren reichen mir, glaube ich. Und durch den Zaun sieht das Ganze dann so aus. Ah, ist natürlich sehr, sehr klein. Aber die Besucher haben ja natürlich die Möglichkeit, hier in diese Galerie zu gehen. Und dann sollte das Ganze kein Problem darstellen. Und dann würde ich sagen, widmen wir uns unserem letzten Gehege. Wie gesagt, schreibt mir hier mal rein, ob ich hier noch irgendwie einen Baum oder so hinmachen soll. Oder mehrere Bäume. Ich habe da gerade echt noch keinen blassen Schimmer von. Ich fange jetzt erstmal an, hier so ein paar Bäumchen zu ziehen. Mal überall da, wo noch was hingeht. Ich bin da ein großer Fan von, überall zu bewalden, wo es geht. Ich meine, das ist ja auch eine wilde Insel und deswegen, why not? Ich überlege gerade, wie wir das jetzt machen. Wir haben ja im Prinzip hier noch Platz für ein Gehege. Beziehungsweise wir könnten sogar 2 Gehege draus machen. Ich weiß nicht, ob das cool wäre. Ich habe mir was überlegt. Und zwar möchte ich hier ganze 2 Pflanzenfressergehege noch unterbringen. Und ich möchte auf jeden Fall in diese Gehege. Ich glaube, in das eine Gehege werde ich auf jeden Fall Ankylosauren machen. Weil die konnte ich leider nicht in mein großes Pflanzenfressergehege unterbringen. Weil diese haben einfach zu niedrige soziale, also hier beim Bestand, zu niedrige soziale Anforderungen. Das Maximum war nämlich 13 und ich habe ja in meinem Gehege ganze 25 Saurier. Also deswegen konnte ich die nicht machen. Und deswegen würde ich sagen, machen wir auf jeden Fall ein Ankylosaurus-Gehege und auf die andere Seite machen wir ein Pentaceratops-Gehege. Das ist auch einer meiner Lieblingssaurier von Jurassic World Evolution und bei dem war genau das gleiche Problem. Das Soziale ging, glaube ich, nicht so hoch und deswegen konnte ich die leider nicht in das Gehege machen. Ja, seht ihr? 14 ist da das Maximum. Und deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt ein Pentaceratops und ein Ankylosaurus-Gehege. Beziehungsweise wir könnten ja sogar... Wie ist denn das platztechnisch? Ich muss mal eben gucken. So, das ist gar nicht mal so wenig Platz hier, ne? Ein halbes Gehege. Wir könnten rein theoretisch sogar Ankylosaurus und Pentaceratops in ein Gehege packen. Und dann hätten wir hier noch ein Gehege frei. Ah, ich baue erstmal die Gehege, Leute, und dann schauen wir mal, wie wir das Ganze dann handhaben. Ich habe mir da so noch nicht Gedanken zu gemacht. Es sieht zwar jetzt sehr, sehr klein aus, aber ich glaube, der Platz ist gar nicht so klein. Wir suchen jetzt erstmal in der Mitte ungefähr zu teilen. Natürlich mit so ein bisschen Schwung da drin. Ich mache da auf jeden Fall keinen geraden Weg. So. So. Der Sinn dahinter ist auf jeden Fall, dass man in der Mitte zwischen den beiden Gehegen durchlaufen kann. Das finde ich eigentlich ganz cool, die Idee. Und dann könnten wir nämlich... Schaut mal. Also hier wäre dann ein Gehege und hier wäre ein Gehege. Und dann könnten wir hinten vielleicht einen Beobachtungsturm machen. Gucken wir mal eben. Wir das Ganze unterbringen könnten. Guck mal so. Ich mache das jetzt absichtlich nicht so gerade. Wir werden dann nämlich wieder mit unseren schönen Wegen arbeiten. Fällt mir immer ganz gut. Und so. Ja, das ist cool. Gefällt mir. Und dann können wir... was nehmen wir denn da für einen Zaun? Ein theoretisch könnten wir ja auch mal so einen etwas dickeren nehmen, ne? Oh, das passt. Wir müssen jetzt mal eben schauen, wie wir das hier abgehen lassen am besten. Aber eigentlich macht schon so Sinn ungefähr. Genau, und dann können wir hier den Weg am Rand entlang führen. Ich überlege gerade, wie wir das machen. Wir machen das am besten mit so einem kleinen Weg. Und dann versuchen wir wieder so gut wie es geht, die gesamte Fläche auszumalen. Und das wird jetzt hier wieder super fummelige Arbeit. Aber der Aufwand lohnt sich. Das hat man ja schon öfter gesehen. Ich muss auf jeden Fall mal eben das hier nochmal entfernen. Und dann fangen wir hier an zu pinseln mit unserem Weg. Genau, jetzt passt er sich nämlich dem Zaun an. Das ist genau das, was wir wollen. Aber ich werde natürlich den Weg noch etwas dicker machen hier. Wir wollen ja natürlich hier die komplette Fläche des Parks ausnutzen. Und jetzt werden wir uns hier schön am Rand entlang schlängeln. Und wir behalten mal den Abstand bei, damit das gleichmäßig aussieht. Das sieht ganz cool aus. Und natürlich hier genauso. Mal gucken, ob wir hier den Abstand... Oh, guck mal, das geht sogar direkt klar, Leute. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und jetzt müssen wir hier die Schräge noch hinkriegen.
Ist immer die schwerste Schräge, wenn man sowas zeichnet. Ah, ist sogar jetzt ein bisschen zu nah dran, wenn wir da bei unserem Muster bleiben. Wir wollen jetzt diesen Abstand beibehalten, damit es gleichmäßig aussieht. Deshalb müssen wir noch ein bisschen weiter weg. Ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Ich mach mal erstmal so. Gegebenenfalls können wir das Ganze dann natürlich auch noch länger ziehen. Das ist ja nicht das Problem. So, machen wir das mal. Dann haben wir nämlich wieder so eine super Fläche. Die ich echt mittlerweile echt gerne mag, diese Flächen. Die machen echt was her. Genau, und dann können wir hier nochmal so eine Schräge ziehen, nach da oben. Und die ganze Fläche malen wir natürlich jetzt nochmal aus. So, da ist die Fläche schon ausgemalt. Sieht auch jetzt schon ganz nice aus, oder? Also mir gefällt's gut. Müssen wir mal gucken, wie das hier auf der Seite ist mit dem Zaun natürlich noch. Am besten machen wir das auch einfach bis zum Wasser hier. So. Ja, das ist ganz cool. Gefällt mir. Theoretisch könnten wir sogar einfach hier rüberziehen. Dann wäre das nice. Dann hätten wir das Gehege sogar größer. Aber dann müssten wir hier nochmal irgendwo durchziehen, den Zaun. Schauen wir mal eben. Das geht eigentlich voll klar, oder? Wartet mal, Leute, das machen wir, glaube ich. Dann haben wir sogar noch mehr Platz rausgeholt. Und dann können wir definitiv Ankylosauren und Pentaceratops in dieses Gehege packen. Also da bin ich mir dann sehr, sehr sicher. So. Sind da Bäume wieder verschwunden, ne? Könnten auch einfach hier so abgerundet machen, rein theoretisch. Auch nicht verkehrt, ne? Ich glaube, das mache ich. Das ist eine gute Idee. So. Weiß nicht, ob mir das gefällt oder nicht. Und da doch hier hinter. Ah, ich überlege mir da noch was, Leute. Wir machen erstmal jetzt so den Grundriss. Und dann gucken wir mal, ob ich das jetzt doch da wirklich verbinde oder nicht. Bin mir da nämlich echt noch nicht sicher. Aber das ist eigentlich ganz cool hier. Und wir müssen hier auf jeden Fall an dieser Stelle definitiv einen Zaun ziehen, der die Besucher sozusagen ein wenig vor dem Wasser schützt. So, das muss definitiv sein. Perfekt. Haben wir hier noch einen Zaun. Ist die Frage, brauchen wir das überhaupt hier, den Zaun? Oh, das passt sogar. Kann man auf jeden Fall machen. Also das mit dem Zaun hier gefällt mir ganz gut, glaube ich. Das war jetzt gerade nicht mega perfekt hier, aber das kann ich natürlich noch verbessern im Nachhinein. So, dann verbinden wir hier mal den Weg. Genau, und dann werden wir hier ähnliches Prinzip machen mit dem Weg. Aber das mache ich mal eben hier mit dieser Wegfläche und sowas. Das mache ich mal eben und dann bringe ich euch zurück. Ich habe das Ganze jetzt soweit hier so fertig, dass es mir gefällt. Oh, sieht ganz nice aus, oder? Aber ich habe jetzt allerdings hier noch einen Zaun vorgemacht. Das heißt, unser Jeep kann jetzt gar nicht mal hier durchfahren. Aber ich habe mir dafür eine andere Lösung überlegt. Ihr werdet es gleich sehen. Aber wie gefällt euch das denn mit den Wegflächen bisher? Also ich finde das eigentlich ganz cool. Sieht ganz nice aus, oder? Und dann haben wir hier ein Gehege und hier ein Gehege. Achso, und den Gehegezaun, den möchte ich gerne so machen. Das sieht ganz nice aus. Und der Jeep, der kann dann im Endeffekt hier durch das Tor fahren. Kann rein theoretisch das Tor auch einfach offen lassen. Ist mal was anderes dann auf jeden Fall. Obwohl, ja, das sieht nicht so nice aus. Leider geht keine andere Stelle. Ich habe schon versucht, das hier einzubauen oder so. Das würde ja etwas sinnvoller sein. Aber ja, funktioniert leider nicht. Wir könnten natürlich hier auch noch irgendwie so einen Weg rüber machen, was wahrscheinlich sinnvoller wäre. Ich weiß nicht, ob mir das optisch so gut gefällt. Könnte man am Ende dann nochmal ausprobieren oder so. Aber dieses Tor, das tut es jetzt erstmal auch. Wir konzentrieren uns jetzt erstmal natürlich auf unsere Gehege hier soweit. Ich würde sagen, wir ziehen jetzt erstmal hier die Zäune vom Gehege einmal komplett drumherum. Und dann gucken wir mal, welche Dinos wir da reinmachen und so weiter. Ich ziehe jetzt mal hier ein bisschen den Zaun. Einmal entlang des Weges. Und damit haben wir es dann gleich schon geschafft. Für das erste Gehege zumindest. Und jetzt müssen wir mal eben gucken, wie wir das hier handhaben. Am besten hier ist auch so ein bisschen der Kurve angepasst. Und dann hier so einen schönen Bogen vielleicht. Das sieht doch ganz nice aus eigentlich, die Form.
Na, das gefällt mir, Leute. Also wir haben jetzt hier links unser erstes Gehege. Ist, denke ich, von der Größe gar nicht so verkehrt. Es ist sogar, ja, ungefähr so groß wie das Raptorengehege. Vielleicht ein bisschen kleiner, aber das ist, denke ich, eine vernünftige Größe für Dinosaurier. Ich weiß jetzt nicht, ob es Sinn macht, hier wirklich Pentaceratops und Ankylosaurus in ein Gehege zu stopfen. Das müssen wir dann mal schauen. Ihr könnt es ja auch mal in die Kommentare schreiben, weil ich denke nicht, dass ich das diese Folge noch schaffen werde. Ich würde sagen, wir ziehen jetzt erstmal den Zaun für das andere Gehege noch schnell fertig. Das sollte recht fix gehen. Und es regnet natürlich schon wieder, wie immer. Aber das soll uns jetzt nicht davon abhalten, dass wir hier dann das Gehege fertig bauen. Hier eine kleine Kurve. Die war, glaube ich, ein bisschen spät gezogen, ne? Die ist ein bisschen eng, die Kurve. Muss ich vielleicht ein bisschen eher anfangen. Habe ich jetzt gerade gar nicht dran gedacht, wenn ich ehrlich bin. So. Jetzt auch nicht viel besser, aber das passt schon. Wir könnten rein theoretisch hier auch einfach an den Zaun connecten, aber... Nee, das wollen wir nicht. Das ist immer doof, dass wenn ich zu weit nah an diesen Wald ranbaue, dass dann so viele Bäumchen verschwinden. Das möchte ich halt auch nicht. Das möchte ich halt auch gerne vermeiden. Ist alles nicht so einfach. Aber es hat jetzt im Endeffekt echt gut geklappt, wie ihr seht. Also wir haben jetzt hier nochmal auf den engen Platz zwei schöne Gehege rausgeholt. Ein etwas länglicheres und ein etwas breiteres. Okay, hier diese Vision. Das kann man doch auch so angucken. Ah ne, hier war das. Genau. Die ist auch gar nicht schlecht. Hier gerade bei dem länglichen ist das sehr, sehr gut. Bei dem hier ist es vielleicht nicht ideal, aber wir können ja hier dafür ein bisschen mehr Bäume und so machen. Und dann sollten sich die Dinosaurier auch eher hier aufhalten, wenn wir hier das Wasser hin platzieren. Vielleicht können wir nochmal eben die Gehege gestalten, so ein bisschen. Ich würde fast sagen, dass wir hier so ein bisschen so ein kleines Wasserbecken machen. Und das Ganze auch hier. Hier machen wir das dann nochmal so ein bisschen anders geformt vielleicht. Vielleicht können wir ja hier mal ein bisschen was Besonderes machen. So einen kleinen Fluss oder sowas. Also so ein länglicheres Becken. Was sich so durchschlängelt. Das würde ich auch sehr interessant finden. Ich weiß jetzt nicht, ob das nicht zu nah am Zaun ist. Könnte natürlich auch so machen. Finde ich auch ganz cool. Vielleicht können wir auch hier so machen. Ist mal was anderes auf jeden Fall. Und Bäumchen, die werden wir auf jeden Fall dann hier am Rand platzieren. Relativ viele. Das wird auf jeden Fall ein Pflanzenfressergehege, da bin ich mir schon sicher. Hier könnten wir sogar eventuell noch einen Fleischfresser unterbringen. Aber halt nicht so einen großen. Das geht auf keinen Fall klar. Also ein großer Fleischfresser, nee. Das können wir nicht machen, Leute. Das tut mir leid, aber das geht nicht. Das wäre zu viel des Guten. Und auch hier machen wir noch ein paar Bäumchen hin. So. Soll ja ein bisschen versteckt hier sein, gerade beim Wasser. Natürlich sollen die Leute auch was sehen können, aber die sollen halt auch nicht schon immer alles sehen können. Vielleicht machen wir hier noch vielleicht nur einen Baum, das ist ganz gut. Und dann können wir mal eben gucken, wie die Aussicht denn ist. Die Aussicht ist mal wieder super, ne? Also blicktechnisch ist das wieder sehr, sehr nice. Und dann können wir auf jeden Fall hier schon mal einen Pflanzenfutterspender reinhauen. So, das hätten wir. Da ich mir hier noch unsicher bin, was ich in dieses Gehege machen will, könnt ihr auf jeden Fall mal ein paar Dinosaurier-Vorschläge hier für dieses Gehege in die Kommentare schreiben unten. Und beim nächsten Mal brüten wir dann hier Ankylosaurus und Pentaceratops aus und schauen mal, in welchem Verhältnis wir die hier machen. Vielleicht drei von jeder Sorte oder so. Oder vielleicht zwei Pentas, drei Ankys. Aber wir müssen mal schauen, dass das nicht zu viel wird. Aber an sich ist das Gehege jetzt ja gar nicht so klein. Und rein optisch ist es ja auch recht nice und ansprechend. Also ich denke, sie werden sich da schon wohlfühlen, die Dinosaurier. Naja, wir schauen mal. Und wie gesagt, schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare gute Vorschläge. Vielleicht Fleischfresser. Ihr könnt auch Pflanzenfresser schreiben. Also das ist ganz euch überlassen. Ich gucke da mal, was für ein Dinosaurier unsere letzte Rasse wird in unserem Park. Vielleicht können wir hier auch zwei verschiedene Arten reinmachen. Das weiß ich noch nicht genau. Aber Leute, falls euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und ihr dürft auch gerne Namensvorschläge für die Velociraptoren in die Kommentare schreiben. Vergiss das bitte nicht. Und damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Euer Dandy.